Oh, da schießen da drin. Cello ist für die Tomate zuständig. Er ist der Designer. Warum Sie das überhaupt machen? Ja, gerne. Wir machen das so. Wir haben voriges Jahr, meine Freundin und ich, beschlossen, dass wir uns einen schönen Rahmen suchen wollen, wo wir unsere Arbeit gemeinsam präsentieren. Ja? Wir machen total unterschiedliches, sie näht und ich bin Naturheilpraktikerin und das passt ja auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammen. Ne? Aber es ist so, dass wir einfach beide unser Herzblut in der Arbeit drinnen haben. Ich sagte, wir wollen einen Rahmen schaffen, wo wir das einfach mit einem Fest, mit einer Party mehr oder weniger verbinden können, in einem wirklich schönen Rahmen. Ne? Da sind dann die ganzen Ärzte drinnen, die von ihren Arbeiten erzählen. Das ist halt ein Festival, wo Zichtelschnaps und Kumpel dann haben. Dann haben unsere Genussmeile Deluxe. Da vorne ist ein Weinstand, Zart- und Süßstand, Bauernküche. Was isst du da gerade? Ein Bio. Tomaten, Paprika, Relish, was auch immer das genau ist. Es ist nämlich gerade lang gestanden vorher und jetzt haben wir es auch funktioniert wieder. Oh Gott, ich bin im Fernsehen. Sie sind zuständig für die Lebensmittel. Ich bin der Austrainer der Lebensmittel. Ja. Zuständig sind die ganzen Aussteller sozusagen, die mit uns das gemeinsam organisiert haben. Das ist schon irgendwie eine gute Zusammenstellung von den verschiedenen Sachen. Also wir haben angefangen vom Fitnessstudio über Yoga, Basteln und hinten einen ganzen Raum voller Ärzte. Der Raum von Ärzte ist uns halt auch irgendwie zugelaufen, will ich mal sagen. Sie hat gefragt, für was filmen Sie? Und sie hat gesagt, fürs Himbeerland. Und jetzt da haben wir erst ein T-Shirt gelesen. Ja, und jetzt haben wir erst das gelesen, dass das am T-Shirt steht, Himbeerland. Die großen Blüten, das geht nicht. Sind wir noch sehr wichtig. Kann man sich halt informieren über die verschiedenen fachmedizinischen Richtungen. Vorher die Frage war, warum wir das machen, dass wir irgendwie halt Informationen, die sonst eher nur hinter, weiß ich nicht, die man schwierig erreicht oder so, dass man die locker einfach hier da durchmarschieren kann. Oder dass man das wirklich so barrierelos, schrankenfrei oder wie man das sagt, dass man einfach machen kann. Jetzt komme ich nicht mehr weg. Findet Nikolas.